The Flash. Nach Superman und Batman wahrscheinlich einer der bekanntesten DC-Superhelden überhaupt. Und ich habe bis jetzt noch nichts von ihm gelesen. Und damit herzlich willkommen bei Hardcovered. Ich bin Silas und heute soll es mal um meine ersten Erfahrungen oder meine ersten Schritte in Richtung Flash gehen. Da nochmal zur Aufklärung, natürlich ist mir Flash jetzt nicht völlig fremd. Ich habe Flashpoint gelesen, beim New 52 vielleicht ein, zwei Paperbacks von seinem Run. Letztendlich habe ich mich aber nie auf ihn als Charakter konzentriert. Er war überall mal mit dabei, der Auslöser für ganze Events, beziehungsweise Events, die das komplette DC-Universum verändert haben. Und natürlich auch in den Animationsfilmen habe ich ihn sehr gerne gesehen, beziehungsweise hatte er wohl die beliebteste DC-Serie der 2010er. Und vor kurzem habe ich mir dann gedacht, jetzt ist es soweit. Zeit für Flash. Und wer meine letzte Haul gesehen hat, hat auch gesehen, dass ich mir Flash von Geoff Johns geholt habe. In diesem Fall den ersten Omnibus. Und den habe ich vor ein paar Tagen zu Ende gelesen. Und ähnlich wie bei Superman wollte ich euch einfach meine ersten Erfahrungen einmal zeigen oder dran teilhaben. Das Ganze heute aber mal ein bisschen entspannter, da es halt auch nur um den einen Omnibus geht. Deshalb blättern wir da jetzt einfach mal zusammen durch. Flash von Geoff Johns, Omnibus Volume 1. Liegt jetzt vor uns und wir blättern nochmal gemeinsam durch, weil ich einfach nochmal auch für mich Revue passieren lassen möchte, was hier alles passiert und euch natürlich auch einen direkten Einblick in diesen Omnibus geben. Denn klar, ihr könnt das Ganze in verschiedensten Versionen lesen, aber dem Kanal üblich geht es natürlich hier auch um den Omnibus. Hier haben wir nochmal den Buchrücken und die Rückseite. Und hier auch einmal gleich ein wichtiger Fakt oder wichtige Info. Denn die meisten von euch würde es vielleicht ähnlich gehen wie mir, es sei denn, ihr habt eben schon Flash Comics gelesen. Flash ist hier Wally West. Das heißt nicht Barry Allen, wie wir ihn heute meistens sehen, beziehungsweise zum Beispiel aus der Serie kennen, sondern seinen Neffen Wally West, der hier in den Comics nach dem Tod von Barry das ja, Flash-Symbol übernommen hat und vom Kid Flash zum normalen Flash aufgestiegen ist. Und was ziemlich cool ist, wenn ihr davor noch keine Ahnung davon hattet, und das war für mich auch einer der wichtigsten Aspekte, warum ich hier bei Geoff Johns eingestiegen bin, das bietet hier einen wirklich guten Einstieg mit genügend Recaps und Erinnerungen und Infos, dass ihr das Ganze auch versteht, wenn ihr halt keine Ahnung davon habt. Denn bis auf diesen Fakt, dass Barry gestorben ist und Wally Flash übernommen hat und diese Person Wally heißt, wusste ich auch nichts über diesen Charakter. Und dann starten wir mit dem Story-Arc Lightning in a Bottle. In dem geht es in den ersten Heften darum, dass der Mirror Master, nämlich eine quasi Alternativwelt, geschaffen hat, in dem alles so ein bisschen verdreht ist. Geoff Johns nutzt es aber direkt, um uns Einblicke in den Charakter von Flash, von Wally, sowie seinen ganzen ja, Sidekicks und Nebencharakteren zu geben. Das Ganze aber meiner Meinung nach, für Leute, die das kennen, unterschwellig genug, dass es jetzt nicht stirbt und sich anfühlt wie ein Infodump und für neue Leser halt trotzdem Detail genug, dass man sich das Ganze merken kann, dass man das Ganze checkt, dass man mehr über Wally lernt und halt eben auch die Charaktere, die im weiteren Verlauf immer wieder vorkommen. So lernen wir was über Wally als Person, was ihn auszeichnet, dass er eher so ein Hothead ist und einfach rein will, dass er noch ziemlich jung ist, dass er aber auch schon verheiratet ist zu seiner Frau Linda, die dann auch im weiteren Verlauf immer wieder vorkommt und generell dieses Familiengefühl eine große Rolle einnimmt. Natürlich kommt direkt im ersten Story-Arc auch noch Captain Cold, den viele auch aus der Serie kennen werden, der uns hier auch die Möglichkeit gibt, mehr über die Rogues zu lernen, welche hier quasi das Gegenstück zu Spider-Man Sinister Six, zu Batmans, Joker und Scarecrow sind und hier in dem Band letztendlich auch von Anfang bis Ende wichtig sind. So ist das Ganze hier nämlich eigentlich nur eine große Konfrontation zwischen Flash und den Rogues, welche sich vom ersten bis zum letzten Heft aufbaut und dann halt eben auch zuspitzt. Jetzt kommen wir hier in den nächsten Story Arc und da will ich einmal auf die erste Seite. Denn hier möchte ich euch einmal zeigen die Zeichnung von Scott Collins. Dieser Zeichner begleitet uns nämlich den Hauptteil dieses Omnibus. Das heißt 80 bis wahrscheinlich 90% sind von ihm gezeichnet. Und ich muss zugeben, auf den ersten Blick fand ich das Ganze eher underwhelming, aber umso länger ich das gelesen habe, und das ging eigentlich schon ab Seite 100, hat sich mein Auge auf einmal an seine Zeichnung gewöhnt. Dieses wenig schwarze, sehr cleane, aber auch einfach klar strukturierte, und dadurch hat es mir dann richtig, richtig Spaß gemacht. So sehr, dass in den Heften, wo er dann nicht dabei war, ich ihn schon wieder fast vermisst habe.
uns werden immer mehr Leute aus der Rogue Gallery von Flash vorgestellt. Linda, seiner Frau und neuen Nebencharakteren. Hier zum Beispiel auch noch ein Heft von Ethan Van Sciver, der hier quasi seinen ersten Durchbruch bei DC gefeiert hat und später besonders mit Geoff Johns auch noch viel gemacht hat, sei es Aquaman oder Green Lantern. Natürlich haben wir aber auch andere Gastkünstler, aber wie gesagt, das ist Hauptkünstler Nummer 1. Ohne jetzt das Ganze nochmal durchzusprechen, einfach um euch nochmal einen Einblick zu geben. Wie gesagt, hier passiert viel. Viel Action und es wird auch tatsächlich ziemlich viel erzählt. Was für mich auf den ersten Blick ja Sorge ausgelöst hatte, denn so hat man hier teilweise Seiten, in denen wirklich ewig lange Textpassagen sind. Aber irgendwie, trotz solcher ellenlangen Sprechblasen hat es Geoff Johns geschafft, oder hier so viel Text in so ein kleines Kästchen rein, hat es Geoff Johns geschafft, dass sich das nie gestreckt angefühlt hat. Und das fand ich absolut verrückt. Denn ich habe, wie gesagt, davor noch nie Flash gelesen, aber schon einiges von Geoff Johns. Und der Typ redet gerne, beziehungsweise lässt seine Charaktere gerne reden oder denken und erklären. Und das hat für mich nicht immer so gut funktioniert wie hier. Wirklich. Jedes Mal habe ich eine Seite umgeschlagen, habe mir vielleicht einmal kurz gedacht, das ist ganz schön viel Text. Und sobald ich angefangen habe zu lesen, ist es mir gar nicht mehr aufgefallen. Außerdem schafft es Jones ziemlich gut, die Waage zwischen Action und Texten zu halten. Dann geht es natürlich weiter. Wie gesagt, die Rogues spitzen sich immer mehr zu. Wally kriegt natürlich auch immer mehr Gastcharaktere und seine ganze Familie erweitert sich, was diesen Band richtig schön macht, um auch so einen zeitlichen Verlauf zu spüren. Das Ende will ich euch natürlich nicht zeigen. Trotzdem blättern wir mal zum Ende vom Omnibus, denn hier haben wir noch ein paar Extras, nicht wirklich viele leider, zum Beispiel keine Cover, keine Variant-Cover, aber zumindest so einen kleinen Enzyklopädie- oder Biografie-Teil hier hinten. Einmal zu den Rogues und so bekommen wir einen coolen Einblick nochmal auf Charaktere, die in diesen Stories zum Beispiel auch das erste Mal eingeführt werden. Und das Ganze unterlegt mit mal mehr, mal weniger, ja, wirklich wichtigen Informationen. Wie gesagt, wirklich viel mehr Extras gibt's in diesem Omnibus, aber nicht. Ja, und wie fand ich Flash nun? Ehrlich gesagt, ziemlich gut. Aber bei meinem Rating von 1 bis 5 ist es trotzdem nur eine 4. Denn ich habe nichts Essentielles an diesen Omnibus und an diesen zig Heften, die da drin sind, auszusetzen. Das Einzige, was mir gefehlt hat, ist halt, dass es für mich nicht genug war. Im Sinne von, ich wurde noch nicht so richtig emotional mitgerissen. Die Charaktere haben noch nicht diese Tiefe, wo ich mich wirklich mit ihnen verbunden fühle. Ich hatte zwar das Gefühl, dass natürlich über die Länge immer mehr Verbindungen zwischen mir und auch Wally entsteht, aber da gibt es einfach Comicreihen, die schaffen das in den ersten paar Heften. Sicherlich kann man jetzt argumentieren, dass das auch vielleicht gar nicht das Ziel von Johns in diesem Band war. Immerhin gibt es noch zwei weitere Omnis. Aber das kann ich auch gleich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, denn ich will auf jeden Fall weiterlesen. Und das auch zeitnah. Und das hatte ich bis jetzt noch nicht bei einerseits jeden Omni, aber auch nicht unbedingt bei jeder Story, die ich von Johns gelesen habe. Außerdem habe ich schon von vielen gehört, dass der zweite Omni tatsächlich auch mehr oder weniger das Highlight sein soll, mit den wahrscheinlich besten Stories, die Wally West mit zu bieten hat, also das, was Johns geschrieben hat. Der dritte Omni steht ja schon bei mir und dann gehen wir so Richtung Flashpoint und New 52. Und ab diesem Zeitpunkt ist Flash auch nahtlos als Omni sammelbar. Das heißt, danach gibt es Flash von Francis Manapul, dann eine minimale Lücke und dann gibt es ja aktuell Flash von Joshua Williamson. Also, ich bin gespannt, wie es mit Flash weitergeht, wie mir der zweite Band gefällt und natürlich der Abschluss im dritten Band. Nichtsdestotrotz hat es sich jetzt schon gelohnt, einfach mal diesen Charakter auszuprobieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mein DC-Wissen etwas erweitert wurde, genauso wie mein Verständnis von dieser Welt. Und es hat mir halt auch einfach gut gefallen. Ob ich jetzt sage, dass ich Wally cooler finde als Barry und Flash mein Lieblingsheld ist, noch lange nicht. Trotzdem hat es mir gut genug gefallen, jetzt unbedingt weiterlesen zu wollen. Und Flash ist natürlich nicht der einzige Held, den ich jetzt aktuell neu ausprobieren möchte. Das heißt, vielleicht sehen wir uns in den nächsten Videos schon wieder zu einem neuen ersten Mal zurück. Für jetzt war es das aber erstmal von der Flash. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao.